Genau, wir sind ja in dieser Serie, falls du das letzte Mal nicht da gewesen oder heute das erste Mal hier bist, 21 Tage Gebet, das uns beschäftigt. Dazu gibt es ja diese Hefte, wenn du noch keins hast, nimm dir gerne unten eins mit, sind noch genug für alle da. Und ich muss gestehen, ich bin heute das erste Mal gestolpert. Heute Morgen bin ich hierher gekommen und ich faste normalerweise in dieser Zeit, oder ich habe mir vorgenommen, auf Alkohol und auf Koffein zu verzichten. Also wer mich kennt, weiß, ich habe einen sehr hohen Bedarf an Kaffee. Und das ist für mich wirklich ein Verzicht, darauf zu verzichten. Und heute Morgen komme ich hierher und wie immer gehe ich zu Steve und Michael, heute Noah, die das so wunderbar jeden Sonntag machen. Und ich sage wieder immer meinen Kaffee mit ein bisschen Milch. Und ich gehe rein und trinke und denke, ach, also darf man nicht sagen. Aber ihr wisst, dieses böse englische Wort habe ich gedacht. Und ich habe mir gesagt, egal, ich fange morgen trotzdem wieder neu an, dran zu bleiben. Das heißt, wenn du gestolpert bist in dieser Woche, dann bitte mach weiter, bleib weiter dran. Ja? Das geht nicht darum, irgendeine Disziplin zu erfüllen, sondern es geht darum, dein Herz zum Herz Gottes zu bringen. Und das Zweite, was ich euch sagen muss, ich habe unglaublichen Respekt vor dieser Predigtserie. Ich glaube, es gibt noch nicht so viele Themenreihen, die mich persönlich so gefordert haben oder die, wo ich so einen Respekt davor hatte, wie diese Reihe über Gebet. Weil das ein Punkt ist, wo ich merke, an ganz vielen Stellen habe ich selber nicht im Griff. Es ist einfach, über Dinge zu predigen, wo du merkst, da kann ich irgendwie Geschichten erzählen oder ich habe vielleicht irgendwas mal nicht geschafft, aber in der Regel schaffe ich es und irgendwie kann ich euch dann gute Storys bringen aus meinem Leben. Bei Gebet ist es so, wo ich merke, eigentlich würde ich gerne noch viel, viel mehr dazu hören, als darüber zu reden. Also rede ich heute in erster Linie auch zu mir selber. Und wir wollen versuchen, in den nächsten Wochen uns so einige Stellen und gewisse Charaktereigenschaften aus der Bibel anzuschauen, um dieses vielleicht für manche total bekannte Wort Gebet, für die anderen vielleicht sehr mysteriöse oder unbekannte Wort, näher zu fassen oder da hinzukommen. Das ist das Ziel von diesen nächsten 3 Sonntagen, dass wir uns wünschen, dass Gebet etwas in deinem Leben ist, was wirklich Kraft und Leidenschaft hat und was uns in die engere Gegenwart von Gott bringt. Ja, dass wir wirklich Gebete mit Leidenschaft und mit Kraft beten. Und ich will euch am Anfang eine Frage fragen und ihr müsst dazu eure Hand verwenden. Und die Frage lautet, wer von euch, der heute Morgen hier sitzt, wer von euch glaubt, dass Gebet eine absolute Kraft hat? Wer glaubt das? Hand hoch. Wer glaubt, dass Gebet wirklich eine absolute Kraft hat? Okay, Hände mal kurz oben lassen. Von denen, die ihre Hände jetzt oben haben, ja, wer die Hand nicht oben hast, dann bist du jetzt gut, bist du jetzt raus. Die zweite Frage, wer von denen, die jetzt sagen, ich glaube das, sagt genauso von sich, ich bete wahrscheinlich trotzdem nicht so viel, wie ich eigentlich sollte. Es gehen noch mehr Hände hoch. Okay, sehr, sehr interessant, sehr ehrlich, aber sehr interessant. Für mich interessant, warum wissen wir, wir haben einen absolut guten Gott. Einen Gott, der Gebet hört und der Gebet auch beantwortet. Und doch spüren wir irgendwo so alle in uns drin, es gibt diese Lücke, diesen Gap zwischen dem, was wir glauben, tief glauben, wirklich glauben, und ich glaube, dass eure Hände jetzt umsonst hochgegangen sind, und dem, was wir dann in der Praxis tun. Und warum ist das so? Warum ist da oft so eine Lücke? Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Gründe. Ich habe mal so in mein Leben geschaut. Vielleicht ist es so, dass du dich manchmal ein bisschen schämst für dein Gebetsleben, ja? Die Art, wie dein Gebetsleben aussieht. Ich gebe das von mir zwar ungern zu, aber ich muss es zugeben, ich kann beim Beten einschlafen. Ich kann das sowohl abends als auch früh, sobald ich liege, da kann ich doch sagen, lieber Gott, und dann, und ich kann nur hoffen, Gott weiß, was ich beten wollte, weil er ist ja allwissend, weil dann kommt Nummer 4 hinterher. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das so von dir. Und dann fühlst du dich irgendwie mies. Ja? Du fühlst dich schlecht, weil du es wieder geschafft hast, und irgendwie führt das manchmal dazu, dass mein Gebetsleben irgendwie wie so abebbt. Ja, ich krieg's nicht richtig hin und dann höre ich auf. Oder vielleicht passiert da auch was, das passiert mir sehr, sehr häufig, dass ich sage, okay, ich weiß, da ist was, eine Sache dran, ich will gerne dafür beten. Und das ist mir wirklich wichtig. Und dann verliere ich mich. Ja? Ich fange an zu sagen, ich bete für diesen Gottesdienst. Dann denke ich, ah, Gottesdienst ist diese PowerPoint-Folie drin, Gebetskaffee. Ah, Kaffee wäre super, in der Küche Kaffee kochen. Und manchmal wundere ich mich über mich selber in meinen Gebeten, wie ich innerhalb von einem Satz völlig den Fokus verlieren kann. Ja? Obwohl ich mit etwas ganz Wichtigem gestartet bin, bin ich innerhalb von einem Satz mit meinen Gedanken ganz woanders. Alltagsgedanken, Aufgaben, und schon habe ich meinen Fokus verloren. Vielleicht geht es dir so, dass manchmal so Gebetsformen so ein bisschen eine Hemmung für dich sind. Ja? So Bienenkörper hier im Gottesdienst sind für manche so, wo du sagst, hättet ihr das mir nicht vorher mal sagen können, hätte ich mich woanders hingesetzt. Oder vielleicht auch, dass du in einem Gebetskreis bist, und ich kenne das so von mir, und da gibt es diese Superbeter, kennst du das so, die wie so der kleine Bruder von Paulus sind, ja, die so, Vater im Himmel, in Jesu Namen beten wir das, was in 5. Mose 28 steht, und dann proklamieren die Gottes Wort runter, und du sitzt daneben und denkst, wow, ist das gut.
Das ist ja echt super. Wenn ich Gott wäre, ich würde es beantworten, einfach nur, weil das so gut ist. Ja, egal, was der da sagt, einfach weil es gut ist. Kennst du das? Und du sitzt daneben und denkst, nie bringe ich so ein Gebet zustande wie der. Aber es kann auch sein, vielleicht kommst du aus einer Erfahrung, dass du mit deinen Gebeten irgendwo in deinem Leben, mit wichtigen Gebeten gescheitert bist. Du bist nicht eingeschlafen, du bist auch nicht unfokussiert gewesen, hast dich nicht ablenken lassen. Du warst ernsthaft an einer Sache vor Gott dran und Gott hat es anders entschieden. Und du stehst heute da oder sitzt heute da und fragst dich, warum? Warum Gott? Bin ich nicht gut genug? Habe ich die falschen Namen von Jesus verwendet? Warum hörst du scheinbar anderen mehr und besser zu als mir? Es gibt sicher noch mehr Punkte. Vielleicht findest du dich in einem oder anderen dieser Punkte wieder. Aber egal, wie es dir heute Morgen geht, ich glaube oder ich möchte gern, dass wir alle uns in den nächsten Wochen eins tun und zwar uns herausfordern lassen, Gott wirklich in uns arbeiten zu lassen. Dass Gott uns lehren und bewegen darf, wirklich unsere Gebete mit Kraft und Leidenschaft zu beten. Und ich möchte mit zwei Dingen einsteigen, die ich so in meinem Leben als zwei große Gebetsfehler sehe oder vielleicht als zwei große Gebetsfehler so identifiziere. Und das erste ist, meine Gebete sind oft zu klein und meine Gebete sind zweitens oft zu unkonkret, zu allgemein. Gebet, wo ich, wenn ich mal näher drüber nachdenke, über meine Gebete, also ich kann das nur von mir sagen, du kannst dich selber reflektieren, oft mal denke, ob Gott jetzt nicht am Ende ein Stück weit frustriert ist über das, was ich ihm sage und wie ich bete. Mein Beispiel, ich kenne so Gebete aus meinem Leben so früh, dass irgendwie Gebet gehört dazu, so nach dem Motto, Gott, danke für diesen Tag und bitte segne mich heute bei allem, was ich tue. Ja, so ungefähr könnte mein Gebet an meinem Morgen aussehen. Super konkret. Und manchmal denke ich oft, wenn ich so drüber nachdenke, ob Gott nicht manchmal zurückfragt und sagt, hallo, hast du schon mal in dein Lebensumfeld geschaut, in welcher Welt du lebst? Du bist bereits unglaublich gesegnet, aber gern geschehen. Oder klassisch, Gott sei heute bei mir. Und ich denke oft so, dass Gott uns zurückfragt, ich habe dir längst versprochen, dass ich dich nie verlassen werde, dass ich immer bei dir sein werde. Du bittest um irgendwas, was längst Realität ist. Für mich sind oft Kinder da ein Riesenvorbild, meine Kinder. Meine kleine Tochter betet von Sonntag bis Donnerstag jeden Abend dafür, Gott bitte mach, dass wir morgen den Bus schaffen. Ja? Sehr konkret, in unserer Situation auch eine Sache, die übernatürliche Kraft bedarf. Also ein sehr konkretes Problem. Aber oft denke ich, ja Gott, mit solchen Sachen kann ich doch nicht zu Gott kommen. Aber Kinder sind oft ein großes Vorbild, konkret, um etwas zu beten, wo sie merken, das ist wirklich eine Not in unserem Leben. Und ich glaube, Gottes Wunsch ist es, dass wir um Dinge beten, die helfen, seine Herrlichkeit auf dieser Erde zu zeigen, wenn er sie beantwortet. Und vielleicht unterschätzen wir auch manchmal die Macht unseres Gottes, der sagt, bei mir sind eigentlich alle Dinge möglich. Der sagt, ich könnte so viel mehr tun, wenn du nur den Glauben hättest, mich darum zu fragen. Jakobus, einer von denen, die ein Buch im Neuen Testament schreiben, sagt einmal ganz in einem simplen Satz, das bringt es auf den Punkt, er sagt, ihr habt nicht, warum? Weil er nicht fragt, genau, weil er nicht darum bittet. Ihr habt es nicht, weil er nicht darum bittet, nicht weil es nicht da ist, sondern weil ihr nicht darum fragt. Wir beten häufig sehr kleine und sehr allgemeine Gebete und ich will uns heute zum Gegenteil ermutigen, dass wir mit konkreten Dingen zu Gott kommen, Dinge im Glauben, die Glauben brauchen, weil sie sonst einfach unmöglich wären. Weil wenn wir so beten und diese Dinge passieren, dann gibt es für uns auch keinen Zweifel, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. Dass es göttliche Kraft war, die uns in die Lage versetzt hat, diese Dinge real werden zu lassen. Und wir wollen uns heute Morgen generell ein paar Texte von Paulus anschauen. Dieser Paulus, wenn du den noch nicht, oder wenn du das vielleicht noch nicht so richtig weißt, seine Geschichte, der war in seinen jungen Jahren ein Typ, der die junge Kirche, also damals noch sehr junge Kirche, gehasst hat. Ja, er hat die Christen verfolgt, hat Christen am liebsten tot gesehen. Aber dann, an einem Punkt in seinem Leben, begegnet er diesem Jesus und seiner Gnade und diese Begegnung krempelt diesen Mann vollkommen um. Der früher dafür sorgen wollte, dass Kirche zerstört wird, fängt jetzt an, Kirchen zu gründen. Und er tut das immer und immer wieder, also er zieht durch den ganzen Orient und gründet Kirchen dort in diesem Bereich der heutigen Türkei und Griechenland. Und weil er selten lange an einem Ort gewesen ist, hat er sich so ein Netzwerk geschaffen und hat mit den Gemeinden über Briefe korrespondiert. Und diese Briefe, die dieser Paulus an seine Gemeinden schreibt, die bilden einen großen Teil dieses Neuen Testamentes, was wir in der Bibel finden. Ja, das ist also zum Großteil sind es diese Briefe, mit denen Paulus mit diesen Gemeinden, die er gegründet hat, in Beziehung bleibt. Und wenn du dort mal reinschaust, diesen Paulus anschaust, wie er betet, dann wirst du feststellen, er tut es in der Regel immer auf eine selbe Art und Weise. Also er hat ein gewisses Gebetsmuster, wie er betet. Und zwar betet er in der Regel immer so, ich bete für, damit das geschieht. Ja?
Ich bete darum, damit dies geschieht. Und grundlegend, wenn du diese Gebete mal studierst oder dir anschaust näher, glaube ich, können wir zwei Dinge daraus lernen. Zum einen kannst du dich von diesen Gebeten inspirieren lassen. Wenn du vielleicht manchmal denkst, ich weiß nicht so richtig, was ich beten soll, nimm dir so ein Gebet von Paulus, lass dich davon inspirieren und bete es in deinen eigenen Worten nach. Und das zweite ist, dass wir lernen können, genau wie Paulus, mit einer Absicht und mit einem Ziel zu beten. Gott, genau aus diesem Grund bitte ich, das zu tun, damit das in der Welt oder dieser Welt geschieht. Und das erste Gebet, um das es heute gehen soll, was wir uns anschauen wollen, das schreibt Paulus ungefähr 60 nach Christus und er schreibt es aus einem römischen Gefängnis an eben eine so eine Kirche, und zwar die Kirche in Ephesus. Und das finden wir im Epheserbrief, so heißt er, im Kapitel 3. Und ich steige mal ein ab Vers 14. Dort schreibt Paulus, deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Ja? Klarer Zwischengedanke, wenn du betest, dann ist es eigentlich egal, in welcher Haltung du das tust. Also du kannst beten, wenn du läufst, wenn du sitzt, wenn du stehst, wenn du liegst, wenn du fliegst, auch wenn du Auto fährst. Wenn du Auto fährst, solltest du das beachten, was Jesus gesagt hat, wacht und betet. Ja? Also nicht Augen zumachen, ganz wichtig, dieser Hinweis von Jesus. Aber die Form, in welcher Form du das tust, eine Form kann dabei immer nur zeigen, was in deinem Inneren ist. Aber du kannst mit einer Form niemals das ersetzen, was nicht in dir drin ist. Ja, also eine Form ist kein Ersatz. Eine Form unterstreicht nur das, was in dir drängt, was du sagen willst. Und wenn Paulus hier schreibt, ich knie vor Gott, dann ist das für einen Juden sehr ungewöhnlich. Also ein Jude betet normalerweise so, Hände und Gesicht zum Himmel. Ich bin der Auserwählte, ich gehöre zu diesem Gottesvolk. Aber sich hinzuknien war für einen Juden sehr ungewöhnlich. Aber Paulus schreibt, ich knie. Und was drückt das Knien aus? Gott, ich komme mit Ergebenheit und mit einem riesen Respekt zu dir. Ich erkenne meine Unfähigkeit und deine Allmacht 100% an. Und wenn du mit diesem Herzen vor Gott kommst, oder wenn du das gleiche Herz hast und damit zu Gott kommst, dann ist Knien eine absolut tolle Form, um das eben auszudrücken vor Gott. Ja? Wann kniest du? In der Regel knien wir im Leben, wir Männer knien, glaube ich, zweimal. Einmal, ich nicht, aber die meisten vor ihrer Frau, wenn sie einen Antrag machen. Und dann vielleicht mal noch fürs Foto vom Fußballverein, ja, die erste Reihe muss knien. Aber sonst knien wir eigentlich relativ selten in unserem Leben. Knien machst du nur, wenn du jemand absolut hohen und extremen Respekt zollst. Wenn du merkst, der ist so weit weg von mir und ich zeige einfach meine Unterwürfigkeit. Dann versuch das ruhig mal in der kommenden Woche, wenn du dieses Herz hast, weil das hilft dir, wirklich fokussiert auch zu bleiben. Wenn du kniest, bist du in deinem Gebet viel, viel fokussierter, als wenn du irgendwas nebenbei tust. Und der Fokus von Paulus ist, du bist der Vater aller Wesen, der alle Wesen der himmlischen und der irdischen Welt beim Namen gerufen hat. Gott, du bist der, der alles hält, egal ob im Himmel oder auf der Erde, du hältst alles am Leben. Und das ist der Blick, das sagt Paulus, zu diesem Gott bete ich. Und weil ich weiß, wer er ist, deswegen kann ich gar nicht anders, als vor ihm auf die Knie zu fallen. Und jetzt wird er konkret, ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt. Und lassen wir mal im Moment hier stehen bleiben. Der Reichtum Gottes Herrlichkeit. Paulus betet im Glauben an diesen himmlischen Vater, der allen göttlichen Segen für seine Kinder bereithält. Und für Paulus ist 100% klar, ich bete zu einem herrlichen und unendlich reichen Gott. Und dieser Gott will uns aus diesem Reichtum beschenken. Den Epheser hatte Paulus schon früher gesagt, ich danke meinem Gott und Vater, dem unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen aus den himmlischen Reichen gesegnet hat. Der Gott, der für uns seine Schatzkammer aufgemacht hat, das ist der Gott, zu dem ich heute bete. Wir dienen auch heute noch einem unendlich reichen himmlischen Vater und leben, und das müssen wir zu unserer Schande oft sagen, leben doch oft wie geistlich verarmte Kinder. Wir haben einen Vater im Himmel, der jeden Segen uns zur Verfügung stellen will und der uns diesen Segen wirklich gerne geben will und beten doch oft nur sehr kleine und sehr allgemeine Gebete. Schau, wenn meine Kinder zu mir kommen jeden Tag, und kommen immer dasselbe Bitte und sagen, Papa, bitte hilf mir bei meinem Problem und bei meinen Fragen. Dann würde ich sagen, das kann ich gerne tun. Ich habe viel, viel mehr Möglichkeiten wie du. Ich bin auch ein Stück weit intelligenter noch als ihr. Ich kann das gerne tun. Ja, ich würde mich auch freuen, dass meine Kinder so zu mir kommen. Wenn sie aber das 2, 3, 4, 5 Mal machen und immer wieder sagen, hilf mir bei meinen Fragen und Problemen, würde ich irgendwann mal sagen, ich mache es sehr gerne. Du musst mir nur sagen, wann, wo und wie ich dir helfen kann. Versteht ihr? Und so kommen wir oft zu Gott. Wir sagen irgendwas Allgemeines und Gott fragt uns oft zurück, sag mir doch mal konkret, was willst du, wofür wirst du beten? Wo und wie kann ich dir helfen? Was soll die Gemeinde aus Gottes Reichtum bekommen? Was betet Paulus?
dass er euch durch seinen Geist innerlich stark macht, dass ihr innerlich stark werdet. Das ist wieder dieses Gebetsmuster. Ich bete darum, dass das passiert. Gott beschenke euch aus einer Herrlichkeit, damit ihr innerlich stark werdet in seinem Geist. Und dieses Wort Kraft, was wir hier lesen, hat im Griechischen das Ursprungswort Dynamis. Das ist das Wort, von dem wir im Deutschen oder übertragen Dynamit ableiten. Also es beschreibt eine unglaublich starke, explosive Kraft. Das ist die Kraft Gottes. Das ist keine menschliche Kraft, sondern Gottes Kraft. Etwas, was wir und was ich immer wieder brauche. Ich brauche dringend Gottes Kraft in meinen Predigten. Ich brauche Gottes Kraft in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Erziehung. Ich brauche Gottes Kraft in all den Punkten, wo ich immer wieder Versuchungen erlebe. Auch Versuchungen, die ich längst hinter mir gelassen haben sollte, um mich trotzdem immer versuchen auszubremsen. Ich brauche Kraft, um mit geistlicher Opposition umzugehen. In all dem brauche ich immer und immer wieder mehr, als ich aus meiner reinen physischen Natur aufbringen kann. Ich brauche göttliche Kraft, um diese Dinge anzugehen. Und Paulus sagt, ich bete, dass Gott euch aus seinem Reichtum mit dieser Dynamis, mit dieser Kraft, die Gott schenkt, stärken wird. Es steht uns zur Verfügung und doch greifen wir oft nicht nach dem, was Gott uns verfügbar machen will. Ein kleines Beispiel, ein schwaches Beispiel, aber wir haben ein Induktionsfeld zu Hause, seitdem wir vor fast 9 Jahren jetzt in das Haus gezogen sind. Und wir kochen sehr gerne und sehr viel und haben oft Besuch bei uns. Und das Problem seit 8 Jahren ist, wenn alle Platten auf diesem Induktionsfeld laufen, fliegt die Sicherung. Ja? Das ist seit 8 Jahren ein Problem. Meine Frau nervt es sehr. Und ich sage immer, ja, ich guck mal. Und du weißt ja, wenn ein Mann sagt, ich mache das, dann musst du nicht jedes Jahr daran erinnern, er macht das irgendwann. Und jetzt im Januar war es soweit, das Ding hat seinen Geist aufgegeben. Ja? Zumindest eine Hälfte. Also habe ich ein neues gekauft und dann habe ich das alte ausgebaut, das neue eingebaut und habe das angeklemmt. Und dann mache ich die Dosis auf und denke, das ist aber irgendwie komisch. Was ist das? So ein komisches Ding. Dann habe ich meinen Freund Timon angerufen, der hat aber gerade Umzug gehabt, konnte nicht rangehen. Habe ich einen anderen Elektrikerfreund angerufen und habe den ein Bild geschickt über WhatsApp. Und der sagt, ja, das gibt's schon. Also wenn du kannst die irgendwie da, ich kenne mich jetzt auch nicht so, also ich habe zwar ein bisschen Elektrotechnik-Grundlagen, aber auf jeden Fall kannst du da die Phasen zusammenklemmen. Normalerweise ist es auf 3 Phasen aufgeteilt, aber du kannst es auch auf normalen Lichtstrom betreiben, dann hast du halt nicht die volle Power. Ja? Und dann hat er gesagt, aber in deinem Kasten sind eigentlich genug Phasen da. Mess mal die und die auf und dann bin ich wieder an meinem Sicherungskasten und sehe, ja natürlich sind da 3 Sicherungen, steht da schön drüber, Induktions- oder Herd. Ne? Das heißt, die Phasen waren frei, 2 Phasen, also wir hätten die dreifache Kraft die ganze Zeit gehabt, haben sie aber nicht genutzt, weil wir es nicht angeklemmt hatten. Also wir haben 8 Jahre mit der Limitierung gelebt und uns irgendwie dran gewöhnt, dass es einfach so ist, wie es ist. Und ich hätte es eigentlich sehen müssen, weil immer nur eine Sicherung von diesen 3 rausgeflogen ist. Ja, die Kraft war immer da, sie war verfügbar. Wir haben sie einfach nur nicht genützt. Und das ist einfach nur ein schwaches Beispiel, keine Frage. Aber trotzdem in der Wahrheit in unserem geistlichen Leben, dass Dinge in unserem Leben nicht präsent sind, heißt nicht, dass sie nicht da sind, sondern es heißt oftmals, dass wir sie einfach nicht ergreifen, häufig nicht konkret darum beten. Und deswegen ist heute Morgen mein Anliegen, uns zu sagen, dass da eine Kraft ist, die uns durch den Heiligen Geist Gottes Reichtum zur Verfügung stellt, wenn wir konkret darum beten, wenn wir danach fragen. Und Paulus betet hier nicht, bitte macht, dass sie alle gesegnet sind und dass sie alle gut durch ihre Tage kommen, sondern Vers 17, ich bitte euch, bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe verwurzelt und auf sie gegründet seid. Und wenn ich mir eine Sache für mein Leben wirklich wünsche, dann ist es, dass meine Lebenswurzeln in Jesus eingegraben sind. Und wieder die Frage, warum betet Paulus das? Warum? Dass das Ziel das wird euch dazu befähigen, also diese Verwurzelung in Jesus wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk, also die Kirche, gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. Und warum brauche ich diese Fähigkeit von Gott? Weil seine Liebe zu mir und zu dir, Gottes Liebe zu uns, sprengt meinen Verstand. Ich kann mit meiner eigenen menschlichen Logik, so intelligent wie ich es auch sein mag, nicht das verstehen, wie Gott mich liebt. Vers 19, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Also der Fokus von Paulus ist, dass wir die Fülle des Lebens entdecken, was Gott uns schenken will. Das bei Gott zu finden ist. Dass Menschen auf dein Leben schauen und sich fragen, warum hast du das und ich nicht? Warum hast du dieses Vertrauen in der Situation und ich nicht? Warum hast du diesen Frieden über der Situation und ich nicht? Woher kommt deine Gelassenheit, deine Geborgenheit, deine Sicherheit? Warum hast du da was ich nicht habe?
Und die einfache Antwort ist, weil ich was habe, was du nicht hast. Aber was Gott dir genauso schenken will. Schau, du kannst Gottes Liebe mit deinen mentalen Ressourcen nicht verstehen. Das zu verstehen ist Gottes Geschenk an uns. Unser begrenzter Verstand ist nicht in der Lage zu verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Und deshalb, wenn du Kinder hast, wenn ihr Eltern seid, das wichtigste Gebet, was wir eigentlich für unsere Kinder sprechen sollten und können, ist, dass Gott ihnen die Fähigkeit schenkt, zu verstehen, wie sehr er sie liebt. Warum? Weil wenn sie das verstanden haben, wenn sie diese Anerkennung dieses Gottes selber erleben, dass ihr Wert von Gott kommt, werden sie ihn nimmer in anderen Dingen suchen, auch in anderen Menschen suchen. Wer seine Identität und seinen Wert, seine Anerkennung in Jesus gefunden hat, befähigt durch dieses göttliche Geschenk, das zu verstehen, der wird nimmer loslaufen und Anerkennung irgendwo anders suchen. Um die Anerkennung von Menschen kämpfen. Dann wird auch Versuchung es immer wieder schwer haben, bei dir zu landen. Solange du auf diesem Fundament stehst, weil kein Mangel und keine Sehnsucht eine tiefere Erfüllung findet als in Jesus. Deshalb, liebe Paare oder liebe Ehepaare, eines der besten Dinge, die wir füreinander beten können, ist die Fähigkeit zu verstehen, wie sehr Gott uns jeden Einzelnen liebt. Warum? Wenn wir diese innige, liebevolle Beziehung mit Gott verstehen, wird sie zuerst uns verändern. Ich habe einen Spruch, den hat mir mal eine Freundin aus der Schweiz mitgegeben, das hat sie für sich selber als Lebensmotto und den versuche ich meinen Mädels auch zu geben. Der sagt, eine Frau, das ist ein Frauenspruch, sollte mit ihrem Herzen so tief in Jesus verankert sein, dass jeder Mann zuerst Jesus finden muss, um zu ihr zu gelangen. Und wenn Gott uns fähig macht, Gott uns diese Liebe verstehen lässt, dann macht es mich fähig, meinen Partner in all seinen Fehlern und seinem Nicht-Perfekt-Sein trotzdem liebevoll vergeben zu begegnen. Zu wissen, genau das bewirkt Gottes Liebe auch in meinem Partner. Gottes Liebe ist nicht das, was Gott tut, Gottes Liebe ist, wer er ist. Liebe ist die Essenz des Charakters von Gott. Gott ist Liebe. Und es gibt nichts, was du tun kannst, um Gott dazu zu bringen, dich mehr zu lieben. Und auch nicht, was du irgendwas tun, was ihn dazu bringt, dich weniger zu lieben. Er liebt mich nicht wegen dem, was ich tue oder nicht tue. Er liebt mich, weil er sich entschieden hat, genau das zu tun. Und wenn mich das erfüllt, dann ist Christsein nicht mehr irgendwas, was wir hier am Sonntag machen und tun, sondern ich weiß, warum ich bin. Ich weiß, was meine Berufung ist. Ich habe eine Kraft, nicht aus mir, aber eine, die mir innere Stärke gibt, Dinge anders zu sehen als die Menschen, die um mich herum leben. Und die Menschen anders als ich um mich herum tun. Und um genau diesen spezifischen Punkt betet Paulus für diese noch sehr junge Gemeinde dort. Aber dieses Gebet ist, glaube ich, absolut zeitlos und das kann man auch heute noch in unsere Zeit hinein genauso beten. Das ist deswegen eines der wichtigsten Gebete, was du auch für andere Menschen, für Menschen, die dir am Herzen liegen, beten kannst. Die Fähigkeit zu verstehen, wie sehr sie Gott liebt. Es ist ein göttliches Geschenk, dass Menschen das verstehen können. Jemand hat mal den berühmten Jazzmusiker und Trompeter Louis Armstrong gefragt oder gesagt, Louis, kannst du uns den Jazz erklären? Ja, erklär uns, was Jazz ist. Und seine Antwort war darauf gewesen, wenn es dir jemand erklären muss, dann hast du es nicht. Ja, wenn dir jemand Jazz erklären muss, dann hast du den nicht. Also, und das Gleiche gilt für die Liebe Gottes. Das ist was, das kannst du, du kannst versuchen, das zu erklären, du kannst versuchen, dafür Worte zu finden, aber du kannst dieses Erleben nicht in jemand hineinreden. Dieses Gefülltwerden mit der Kraft Gottes. Deswegen ist mein Gebet für diesen Gottesdienst, dass heute Morgen wirklich Menschen hier sind, die sich nach einer tieferen, nach einer kraftvolleren, nach einer spirituelleren Begegnung mit dem Heiligen Gott sehnen. Dass es nicht einfach so ist, ich bin am Sonntag in der Kirche und singe ein paar Lieder und ich höre einfach gut zu und ich führe ein paar schöne Gespräche, sondern ich komme in die Gegenwart Gottes. Ich möchte Gottes Reden hören. Ich möchte, dass sein Geist mich führt. Wenn ich sein Wort lese, dann möchte ich, dass mich Dinge anspringen, die mich ermutigen, Dinge mich anspringen, die mich von meinen blinden Flecken in Gottes Wahrheiten führen. Ich will Glauben haben, Dinge zu beten und zu tun, die sonst in meiner Kraft nicht möglich wären. Ich will, dass Gott mir seine Liebe zeigt und spüren lässt. Charles Finney, der berühmte Evangelist, vielleicht kennen ihn manche, beschreibt seine Begegnung mit Gott so, es schien, als komme Welle um Welle von flüssiger Liebe in mich hinein. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Flüssige Liebe. Wellen von flüssiger Liebe. Und ich finde es ein wunderschönes Bild. Wenn du schon mal an einem Strand standest, dann hast du darauf keinen Einfluss. Die Wellen, die kommen. Unendlich. Du kannst das wahrscheinlich ein Leben lang machen und das wird nicht aufhören. Es werden immer Wellen kommen. Als Kind hat es immer genervt, weil wenn du was gebaut hast, dann kamen die Wellen, haben es immer wieder kaputt gemacht, ja, wenn du so weit am Strand gebaut hast. Aber so ist Gottes Liebe zu uns. Und ich bete, dass wir die Fähigkeit haben, die übernatürliche Art zu verstehen, wie sehr Gott liebt. Und das sind wie Wellen. Immer dann, wenn ich vielleicht aus meinem Stolz meine, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich es vielleicht anderen erklären, dann kommt wieder so eine Welle und spült all dieses Verständnis weg. Immer dann, wenn du vielleicht glaubst, ich
das gilt nicht für mich oder ich bin zu ungeeignet, kommt so eine Welle und spült diese Gedanken weg und Gott erfüllt dich neu. Und ich glaube, dann beginnen sich Dinge in unserem Leben zu verändern. Dass du vielleicht jahrelang unzufrieden warst, unzufrieden und immer mehr wolltest, oder dass du vielleicht jahrelang depressive Gedanken hast, Gefühle der Einsamkeit, der Unzulänglichkeit, und plötzlich verschwinden diese Dinge. Warum? Weil Gottes Kraft jetzt in mir und dir wohnt. Derselbe Geist, sagt die Bibel, der Jesus von den Toten auferweckt hat, möchte dich und mich als Residenz. Und deswegen beruht deine Identität nicht auf dem, was du oder andere über dich denken, sondern das, was Gott über dich denkt. Und Gott möchte dir und mir eine tiefe Gewissheit seiner Liebe schenken. Etwas, was nicht auf natürliche Weise gelernt werden kann. Du kannst dafür keine Schule besuchen, sondern es muss dir auf übernatürliche Weise offenbart werden. Und das wird uns verändern. Es wird auch meine Gebete verändern. Wenn Gott mich diese Liebe verstehen lässt und die Kraft und Leidenschaft ich erleben darf, dann wird mein Leben anders werden. Dann wird dieses Leben in mich hineinkommen, was Gott mir verspricht. Dann werden meine Gebete nicht mehr so sein oder werden Gebete wie Gott bewahre uns heute und segne dieses tolle Essen und sonst noch was alles passiert. Es wird abnehmen. Du betest weniger, Gott, pass auf meine Kinder auf und halte sie alles Schlechte von ihm weg, sondern betest vielleicht, Gott, lass meine Kinder wirklich diese Liebe und Kraft erleben. Gib ihnen die Fähigkeit, deine Liebe zu verstehen und in ihrer Schule für deine Herrlichkeit, Jesus, zu stehen. Ich bete, dass sie im Glauben mutig sind. Ja? Nicht halt alles schlecht weg, sondern lass sie mutig sein an ihrer Stelle, wo sie stehen. Weniger, Gott, hilf mir, mein Leben auf die Reihe zu bringen, alle Rechnungen zu bezahlen und über die Runden zu kommen, sondern Gott, du hast versprochen, dass du mich versorgen wirst mit Essen und auch mit Kleidung. Danke, dass du alle meine Bedürfnisse entsprechend versorgen wirst, aus deinem Reichtum, den du hast. Ich glaube, Gott, dass du in der Lage bist, mich trotzdem großzügig zu machen und trotzdem als Segen für andere setzt, die heute in Not sind. Oder weniger, oh Gott, mein Partner, der ist so kompliziert, so schwierig, mach ihn irgendwie ein bisschen weniger schwierig und kompliziert, sondern Gott, berühre das Herz meines Partners. Ich bete, dass er sich Jesus neu hingibt, dass wir gemeinsam wieder nach dem Weg, deinem Weg für unsere Familie suchen und gemeinsam als Vorbilder für die nächste Generation genau diesen Weg gehen. Und wenn wir anfangen, wirklich spezifisch für Dinge zu beten, die größer sind als unsere Möglichkeiten, für Dinge, die ein göttliches Eingreifen wirklich brauchen, damit sie real werden, dann wird auch unser Glaube weiter und weiter wachsen. Weil wenn du mehr in ein Bild davon bekommst, was wirklich Gottes Möglichkeiten sind und dieses Leben, was Gott dir verspricht, neu, wirklich Formen, konkrete Formen und auch Output, also Außenwirkungen aus dir heraus erzeugt, dann glaube ich, wird das wirklich was sein, was deinen Glauben wachsen lässt. Vers 20, da schließt Paulus mit fast zu einer Hymne auf eben diesen Gott und er schreibt dort, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft, also eine Kraft, die du niemals an die Grenzen bringst, in uns, in dir und mir am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation zu Generation. Mit anderen Worten, wir können nicht einmal messen oder erfassen, wie viel Gott in der Lage ist zu tun. Dinge, die du dir nicht mal vorstellen kannst. Nimm einfach mal in deinem Kopf das Größte, das Tollste und das Beste, was du je mit Gott erlebt hast. Ja? Das Tollste, was du je in deinem Leben als Christ, wenn du mit Jesus unterwegs bist, was du erlebt hast, ist bei weitem nicht das Letzte, das Ende, was Gott tun kann. Gott kann noch unendlich viel mehr tun. Durch was? Durch seine Kraft in dir. Du bist nicht allein. Und immer dann, wenn du dich schwach oder unfähig fühlst, ist seine Kraft in dir vollkommen. Warum macht Gott es? Damit Jesus Ehre wird. In und durch seine Kirche. Vers 21 ist das. Seht ihr den Glauben hier in diesem Gebet? Seht ihr das? Das ist kein Gott, hilf mir durch diesen Tag, Gott, hilf mir durch diese Woche. Das ist, ich wünsche mir, dass Generationen Veränderung erfahren, weil sie glauben, wir haben einen Gott und wir wissen, dass er unendlich viel mehr tun kann, als wir jemals von ihm erbeten können. Wer hat so einen Glauben? Ich glaube, jeder, in dessen Herz Jesus wohnt und dessen Leben wirklich in der Liebe zu Gott verankert und verwurzelt ist. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass unsere Gemeinde von solchen Menschen erfüllt ist und dass Gott weiter diese Gemeinde mit solchen Menschen erfüllen wird. Menschen, die von der Kraft Gottes berührt sind und die den Glauben haben, an große und an größere Dinge zu glauben. Dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Und wann immer er das tut, werden wir genau von diesen Punkten weiter erzählen. Wir werden das nicht für uns behalten, wir werden davon erzählen. Denn nur wo Gott auftaucht und sich zeigt, passieren eben solche Dinge. Und dafür lasst uns weniger klein und allgemein beten, sondern in der Erwartung, dass Gott dich gerne aus seinem Reichtum, seiner Herrlichkeit beschenken will. Um die Fähigkeit, seine Liebe neu zu verstehen
und in ihr verwurzelt zu sein. Und dieses neue Leben in Gott so zu leben, dass wir immer wieder innerlich mit dieser Kraft in seinem Geist gestärkt werden. Ich habe noch drei Gedanken am Ende. Wenn du sagst, mein Gebetsleben ist gerade nicht so prall, nicht so toll, dann mach das vielleicht die nächsten Tage. Bete, das was wir diese 21-Tage-Herausforderung haben, bete so ein Gebet von Paulus oder nimm dir wirklich nochmal einen Menschen in deiner Umgebung her und bete wirklich zu Gott, dass Gott diesen Menschen die Fähigkeit schenkt, seine Liebe zu verstehen. Bete um diese Kraft, lass dich herausfordern. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst, ich habe eigentlich so was Großes, so was Spezifisches. Das liegt mir gerade auf dem Herzen, das liegt in meinem Leben. Und dann bitte Gott um diesen Glauben. Dass du Gott als diesen Gott wirklich sehen kannst, dem alle Dinge möglich sind. Und wenn dieser Glaube dir heute irgendwo fehlt, dann lass heute konkret für dich beten. Dass dieser Glaube in dir wieder Platz gewinnt. Dass er in dir Raum gewinnt. Vielleicht bist du heute Morgen hier, du bist nicht irgendwie religiös, auch nicht kirchlich aufgewachsen. Vielleicht warst du vielleicht auch eine Weile mit Gott unterwegs und hast ihm wieder den Rücken zugedreht. Und da sind Vorbehalte in deinem Kopf, was ist, wenn ich diesem Gott jetzt wirklich vertraue? Ich weiß nicht genug, um wirklich ihm alles hinzugeben. Hör mal zu, Gott möchte, dass du genauso kommst, wie du bist. Du musst ihm nichts vormachen. Dieser Gott erwartet keine Gegenleistung von uns für seine Liebe. Was er erwartet ist, dass du einen Schritt auf ihn zukommst. Und ihm sagst, Gott bitte, wenn es dich wirklich gibt, dann gib mir das Verständnis für deine Liebe. Vielleicht beginnt Gott heute Morgen gerade in dir, dir so einen Blick auf seine Liebe zu zeigen. Und wenn er das tut, dann geh einen Schritt auf ihn zu, im Vertrauen, dass er auch dir ein neues Leben schenken will. Und dafür würde ich gerne beten und ich darf gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir heute Morgen, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir dir unsere Schwachheit bringen dürfen, weil du sie längst kennst. Danke Gott, dass es keine Vorbedingungen gibt für dein Verstehen deiner Liebe, sondern dass du es gerne jedem schenken willst. Das Einzige, was du von uns möchtest, ist, dass wir einen Schritt im Glauben auf dich zugehen. Dass wir uns dir knien, vielleicht auch hingeben und sagen, Gott, hier bin ich, hier ist mein Leben. Nimm es und schenk mir dieses neue Leben, diese Kraft, die du in deinem Geist versprichst. Lass mich deine Liebe verstehen und ich möchte gerne meine Wurzeln darin eingraben. Ich will meine Identität wirklich in dir finden, Jesus. Ich will nicht mehr an Dingen suchen, die mich mein Leben lang schon leer und unerfüllt gelassen haben, sondern Gott, ich suche nach wahrer Erfüllung. Danke, Jesus, dass wir das in dir finden dürfen. Wir beten wirklich, dass unsere Gebete gefüllt sind von konkreten und glaubenden Anliegen. Anliegen, die uns verändern, die aber Generationen, die nach uns kommen, verändern werden. Dass wir Vorbilder sein dürfen für Menschen, die nach uns kommen.